Diese Altersgrenze, das hat dich jetzt ja nicht überrascht. Das wusstest du schon, dass das die gibt, oder? Ja, aber es war immer falsch. Ja. Also das ist, nur weil etwas immer schon so war, muss es ja nicht immer so bestehen bleiben. Und es gab viele gute Schiedsrichter, die aufhören mussten, eigentlich in ihren besten Jahren. Man kann es manchmal so ein bisschen sagen wie so ein Wein, je oller, je doller. Das ist schon so, man sammelt Erfahrungen. Der eine ist vielleicht ein bisschen talentierter als der andere. Aber viel macht irgendwann auch die Erfahrung aus. Die Persönlichkeit, die Entwicklung, die Fußballkompetenz, so, da kommt vieles zusammen. Und ich finde persönlich generell ging es auch in anderen Bereichen zu wenig nach Leistung. Es gab viele Probleme auch in der Führung, habe ich oft genug thematisiert. Wonach geht's denn dann? Ja, das habe ich ja oft genug gesagt. Es geht eben so nach politischen, persönlichen und regionalen. Gibt es auch jetzt wieder letzte Saison Beispiele, gibt es jetzt wieder Beispiele bei der Auswahl der Videoschiedsrichter für diese Saison. Es ändert sich halt leider zu wenig. Es hat sich in der Kommunikation viel geändert, das muss man schon sagen, das ist besser geworden. Es hat sich vieles so in den Rahmenbedingungen verändert, aber da musste man sich auch manchmal zum Jagen treiben. Also das war ein zäher Kampf manchmal und eben über viele, viele Jahre ja eben auch intern. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dachte mir, sitz mal was quer und dann gehe ich gleich in die Öffentlichkeit, sondern es fing eigentlich mit dem Selbstmordversuch von Rafati an und das ist so ein bisschen exemplarisch. Ich glaube, ich bin letztes Mal Schiedsrichter des Jahres 2011 aber Rafati, geworden. Schiedsrichter, ja. Und habe dann mal ein Interview zu den Rahmenbedingungen gegeben. Eben, weiß ich nicht, wenn 80 Leute einen Physiotherapeuten sich teilen müssen im Trainingslager und du 20 Einheiten machst, das ist ja ein Witz. So, und darüber musstest du ernsthaft diskutieren. Und das ist das Problem so ein bisschen der Schiedsrichterei. Man kann ja Dinge so oder so sehen. Da gibt es oft nicht in schwarz oder weiß, sondern grau. Mhm. Aber es gibt eben viele Dinge im Schiedsrichterbereich, wo ich jetzt fragen würde und wahrscheinlich würden von 100 Leuten 99 sagen, Moment, man kann nicht sein. Also Beispiel, jemand hat eine bessere Saison als die Saison zuvor, dann müsste man doch eigentlich erwarten, der bekommt mehr Spiele und nicht weniger. Und das sind so selbstverständliche Dinge, über die man manchmal diskutieren muss. Das war ein anstrengender Weg. Mhm. Und ich habe das versucht, im Miteinander, so wie Top-Trainer, Top-Führungsspieler ja auch zusammenarbeiten, so ein bisschen Dinge mitzuentwickeln, damit es besser wird, Stück für Stück. Und das war, glaube ich, nicht gewollt und das war bezeichnend, dass es dann ein schwieriger Weg war und es haben sich jetzt Dinge verändert, muss man auch mal sagen. Und es hat trotzdem viel Spaß gemacht, aber die politischen Rahmenbedingungen waren echt schwer. Du redest von den politischen Rahmenbedingungen, du reißt einige Dinge an, aber lass uns das ein bisschen konkreter machen, weil nicht jeder zu Hause weiß genau, wonach wird eigentlich ausgewählt. Welcher Schiedsrichter steigt auf in die Bundesliga, wer kriegt wie viele Spiele? Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wer ist für diese ganzen Ansetzungen, für Karrieren eigentlich dann zuständig? Wie läuft das? Ja, es gibt halt eine sportliche Führung, einen sportlichen Leiter. Das waren halt früher Van den Krug, jetzt ist es Fröhlich mit seinem Team. Und die entscheiden halt, die setzen sich zusammen. Da gibt es Bewertungsgrundlagen, aber letztendlich entscheiden sie dann persönlich. Und ist ja nicht so, dass ich das exklusiv... Wie könnte man das objektivieren? Na, also erstmal gab es früher Noten, die hat man abgeschafft, weil man sagte, da gab es zu viel Ungereimtheiten bei der Notengebung. Aber letztendlich hat man nichts anderes getan, jetzt gibt es Skalierungen. Das ist nichts anderes, aber es ist dadurch intransparenter geworden. Man könnte es eben durch mehr Transparenz, könnte man mehr Verständnis erzeugen. Genauso wie beim Videobeweis, genauso müsste man es auch im Schiedsrichterbereich machen. Warum gibt es keine Liste von Platz 1 bis 24? Dann weiß jeder, wo er steht. Und dann weißt du auch, okay, ja, ich war in diesem Jahr 18. Da habe ich halt wenig Ansprüche darauf, irgendwie vielleicht FIFA-Schiedsrichter zu werden. Diese Transparenz muss man herstellen und die Schiedsrichter haben schon eigentlich ein gutes Gespür, wo jeder irgendwie steht. Und da gibt es dann immer einzelne Entscheidungen bei Beobachtungen am Ende des Jahres, bei Auf- und Abstiegen. Die sind wenig nachvollziehbar. Und das Beispiel, was ich jetzt gerade schon mal genannt habe, das ist so ein exemplarisches Beispiel. Letztes Jahr Frank Willenburg, der hatte 12 Spiele in der Saison davor, hat letzte Saison eine wirklich richtig gute Saison gemacht, hatte nur einen Videobeweis benötigt. Und das war für die Spuckattacke, glaube ich, in Gladbach, was man schwer sehen konnte. Und als Dank bekommt er dann ein Spiel weniger. Und das kann halt keiner verstehen. Also ich muss doch irgendwie Leute positiv motivieren. Wenn jemand einen guten Lauf hat, eine gute Saison, muss ich ihm doch mal mehr Spiele geben, damit ich zeige, ah, das lohnt sich. Wie viel habt ihr Top-Leute denn gekriegt? 16 Spiele, 18 Spiele, sowas, oder? Eigentlich auch zu wenig, oder? Wenn ein Howard Webb in seiner letzten Saison hat über 30 Spiele in der Premier League gepfiffen, das kommt dann immer das Argument, ja, die anderen müssen sich auch entwickeln. Das ist so, als ob ich jetzt Haaland mal auf die Bank setze, weil ich sage, die Nummer 2 und 3 dahinter müssen sich auch entwickeln. Klar ist Schiedsrichterwesen ein bisschen anders als jetzt ein Spieler, aber grundsätzlich müssen die Besten auf dem Feld stehen, die Besten müssen die Spiele leiten. Und dieser Gedanke kommt mir und vielen Kollegen auch viel zu kurz. Aber die sagen halt nichts, weil sie sich nicht trauen, weil sie auch merken, was dann für Folgen entstehen. Mhm. Und das ist halt das Hauptanliegen eigentlich all die Jahre gewesen. Viele Jahre intern, dann eben irgendwann auch mal, um den Spot darauf zu richten, auch extern. Weil ich immer so ein bisschen gehofft hatte, wenn du die Öffentlichkeit drauf lenkst, wenn Öffentlichkeit erzeugt wird, lässt sich schwerer bescheißen auf gut Deutsch.
Du hast ja, ja jetzt eine Klage angestrengt. Ja. Ich weiß nicht, ob die schon eingereicht ist. Ja, oder eingereicht ist die schon. Ist die eingereicht. Wo wird das verhandelt und wie funktioniert das? Die Klage ist jetzt beim Landgericht Frankfurt anhängig so und der DFB wurde jetzt zur Stellungnahme aufgefordert und dann geht das halt den Weg der Justizmühlen. Das wird seine Zeit dauern. Ich wollte schon weiterpfeifen, muss ich nochmal zum Einspieler korrigieren und sagen. Ich wollte schon grundsätzlich weiterpfeifen. Ich hätte gerne noch weiter gepfiffen, auch solange es eben geht, muss man ja auch mal sagen. Also noch fühle ich mich fit, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Und diese Bewertungen bekommst du ja nicht nur dann beim Leistungstest sozusagen, also dass du ihn schaffen musst, sondern du wirst ja in jedem Spiel bewertet. Ja. Was die Physis angeht, was deine persönlichen Strafen angeht, was das Spielmanagement an deine Persönlichkeit angeht. Also du hast ja über ein Jahr schon gesammelte Informationen, wo du weißt, okay, der kann noch. Und wenn ich jetzt hier Leipzig gegen Bremen 120 Minuten Pokal noch schaffe dann, und Dortmund gegen Bayern schaffe, dann wird der Leistungstest auch nicht das Problem sein. Du hättest ja auch in den Keller gehen können, oder? Ja, genau. Aber das wolltest du nicht? Doch, ich wollte das auch. Ich bin ja damals, habe ich ja 17, als Folge eines Interviews, hatten wir mal eine Ethikkommissionssitzung mit damals Klaus Kegel, der verstorben ist. Der wollte einfach nur ein bisschen deeskalierend sein, dass ich diesem einen aus der Führung, Helmut Krug, nicht mehr begegne. Mhm. Und deshalb hat man gesagt, gehst du nicht mehr in Kölner Keller, weil er damals verantwortlich war. Er ist ja aus der Kommission dann geflogen, aufgrund der ganzen Vorkommnisse, die sich als berechtigt herausgestellt haben. Aber ich sollte deeskalierend da nicht mehr hin. Er ist aber zwei Monate später nicht mehr im Kölner Keller gewesen, weil er dann auch diesen Posten noch verloren hat. Ich wurde aber jahrelang nicht eingesetzt einfach. Und ich habe mehrmals nachgefragt, was ist. Aber man hat es immer so auf die lange Bank geschoben. Und bis man jetzt am Ende die Fakten halt hatte, so, ja, wie sieht es denn aus? Willst du eigentlich nochmal oder willst du nicht? Habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ja. Aber unter welchen Voraussetzungen darf ich denn wieder mitmachen? Und da hat man mir bestimmte Voraussetzungen gesagt. Habe ich gesagt, denke ich drüber nach. Aber bevor ich die Antwort hatte, stand schon fest öffentlich, das habe ich öffentlich erfahren, du bist weder Schiri noch bist du als Welche Voraussetzung dabei. War das? Ja, das ist, ich sollte halt, weil ich jetzt so lange nicht mehr dabei war, mal ein paar Wochen oder Monate sollte ich mal mit dabei sein. Du musst ein Praktikum machen. Sozusagen. Ich sollte mehrwöchiges Praktikum machen, sozusagen, ob ich das noch kann. Verstehe. Wahnsinn. Das okay. Ja,